Wir sind hier bei CSL Computer in Hannover, denn hier entstehen die neuesten High-End-Gaming-PCs für die kommenden PC-Spiele, die ihr an den Systemen auf der Gamescom zocken könnt oder zocken könntet, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Das wird der AMD Enthusiast-PC von uns und wir haben ja schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich gebe dir das mal weiter. Genau, als CPU haben wir den FX8370 mit 8 Modulen. Ihm zur Seite stehen 16 GB Arbeitsspeicher und das Ganze sitzt auf unserem Corsair 5 Formula-Z. Da kommt natürlich noch die richtige Grafikleistung dazu. Ja, unsere brandneue Strix R9390X OC, also werksübertaktet, neue Direct-CO3-Kühlung, leise, effizient und wieder werksübertaktet. Und damit eure Spiele immer schnell laden? 256 GB SSD von Samsung für Betriebssystem und die Spiele. Und für die nötige Power? Ein Be-Quiet-Netzteil, besonders effizient, leise und im passenden Schwarz gehalten. Genau, das Ganze kommt dann hier in den Gaming Tower Thermaltake Core V41. Hier sieht man auch schon mit einer vormontierten Wasserkühlung, damit das System auch beim Marathon Gaming kühl und leise bleibt. Und jetzt seht ihr, wie das System auch fertig montiert wird und getestet. Hier sehen wir, wie einer von den vielen Enthusiast AMD-PCs zusammengebaut wird. Und zwar in Handarbeit professionell von einem CSL-Mitarbeiter. Als erstes werden die Kernkomponenten, also CPU und RAM, auf das Board gesteckt, weil man da später natürlich nicht mehr so gut rankommt. Das Gehäuse ist bereits vorbereitet mit einer Wasserkühlung, die hier eingebaut wurde. Und der eigentliche Kühlblock wird zur Seite gelegt, damit er nicht bei der Montage stören kann. Anschließend wird das Mainboard in den PC gesetzt und natürlich die SSD sowie das Netzteil. Auf der Rückseite werden alle Kabel schön angeordnet bzw. hauptsächlich beiseite gelegt, damit ein guter Luftstrom im PC entstehen kann und natürlich auch für eine möglichst hochwertige Optik, wenn man durch das Seitenfenster des PCs schaut. Dann geht es weiter mit der Wasserkühlung, also dem eigentlichen Wasserkühler, der auf dem Prozessor montiert wird. Und zuletzt wird die Grafikkarte eingesetzt und alles mit dem Netzteil verkabelt. Bei CSL Computer verlässt natürlich kein System das Haus, ohne dass es auf Stabilität getestet wurde. Hier werden automatisierte Tests durchgeführt, die den Arbeitsspeicher, die Grafikkarte und die CPU besonders auslasten. Da wird zum Beispiel für die Grafikkarte der Fuhrmarkt durchgeführt, für den Speicher und die CPU der Prime Benchmark und am Ende wird ein Testprotokoll angefertigt. Sobald das bestanden hat, wird das auch angezeigt und dann ist das System bereit für den Versand und fürs Marathon-Gaming. Nachdem die PCs zusammengebaut und auf Stabilität getestet und natürlich verpackt worden sind, gehen Sie jetzt auf die Reise. Genau, Sie sind auf dem Weg schon fast nach Köln zur Gamescom 2015. Da könnt ihr sie natürlich mit den aktuellsten Spielen am EA-Stand testen. Oder ihr habt sie sogar schon getestet, dann lasst uns natürlich einen Kommentar zu den Geräten hier unter dem Video bei YouTube da. Und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen und natürlich mit euren Freunden scheren, wenn ihr das natürlich weitererzählen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Ganze sitzt auf dem Asus ROG Corsair 5 Formula. Verdammt nochmal neu. Weiter? Ja, auf dem Corsair 5 Formula Z sitzt der 83. Jetzt von innen. So. Hier sehen wir, wie der AMD Enthusiast PC oder besser gesagt einer von den vielen PCs zusammengebaut wird, professionell. Und zwar bin ich schon fertig.